Weibliche A-Jugend-Bundesliga. Der TV Aldekerk empfängt den Frankfurter HC. Der Weg zur deutschen Meisterschaft, den der Frankfurter HC direkt mit dem Tor eröffnet. In der Folge Aldekerk in Führung durch die Nummer 15, Lynn Tillmann. Der Frankfurter HC nicht fehlerfrei, kam allerdings im Rückraum auch immer wieder zu schönen Toren und zu Durchbrüchen. Das gab hier den 7 Meter. Gerda Kairite, sicher vom Strich. Keine Mannschaft konnte sich hier absetzen in den ersten 10 Minuten. Aber hier mit der 28 Pam Korsten, eins von ihren 7 Treffern. Frankfurt versuchte vor allem Lösungen über den Rückraum zu finden und das gelang ihnen auch mit der Nummer 17 Lilly Platt mit einem schönen Schlagwurf. Frankfurt versuchte die Deckung stabil zu halten, aber Aldekerk hatte immer Lücken, hier in Form von Pam Korsten, auch sie sicher von der 7-Meter-Linie. Was kann Frankfurt antworten? Aldekerk mit 2 Toren vorne. Gibt wieder den Schlagwurf, diesmal mit der Nummer 13 Kiraman. Aber Aldekerk direkt im Gegenzug mit dem Tor. Nach 20 Minuten führt hier Aldekerk mit 2 Toren, aber Lilly Platt wieder mit dem Tor. Auf aus dem Rückraum. Es waren diese einfachen Durchbrüche, die dem Frankfurter HC das Leben schwer machten. Minke van Katwijk hier mit dem 7-Meter-Tor. Schön gemacht. Und trotzdem konnte sich der Frankfurter HC in der Folge absetzen. Auch weil Aldekerk sich einfache Fehler erlaubte, gab hier im Nachgang noch 2 Minuten für das Ball wegschmeißen. Und der Frankfurter HC hier 40 Sekunden vor Halbzeit mit dem Tor zum 15:13. 13 Sekunden noch. Das sollte doch eigentlich der Schlusspunkt gewesen sein. Aber denkste, Tine Hinz, schön gemacht. Der Frankfurter HC versucht hier noch einmal den schnellen Angriff. 4 Sekunden, aber geblockt. Es geht mit einer Ein-Tore-Führung in die Kabine. Alles offen für Halbzeit 2, da können wir uns drauf freuen. Der TV Aldekerk eröffnet hier. Will natürlich direkt den Ausgleich machen. Macht aber als allererstes den Fehler. Es ist ein zäher Beginn in der Halbzeit. Beide Teams machen viele Fehler. Kommen nicht so richtig rein. Dementsprechend dauert es aber auch 1,5 Minuten, bis hier das erste Tor fällt. Der Ausgleich dann direkt. Jetzt aber Frankfurt mit den besseren Entscheidungen. Kommt gut in die Lücken und haben mit Gerda Kairite auch eine sichere 7-Meter-Schützin. Ab der 33. Minute wurde dann Aldekerk wieder besser. Im Tor der Frankfurter Lena Sophie Smitschik hat er keine Chance. Aber von rechts außen der Frankfurter HC dann natürlich sicher. Der TV Aldekerk jetzt schon mit 4 Toren in Front. Kam immer besser ins Spiel. Frankfurt hatte dem Ganzen nicht mehr so viel entgegenzusetzen. Einzig von rechts außen. Kiraman hatte noch etwas dagegen, dass hier Aldekerk gewann. 24:21 nach 45 Minuten. Und das war mal ein Tor, das war mal eine Ansage. 4 Tore vor, 14 Minuten vor Schluss. Das sollte es jetzt doch eigentlich gewesen sein. Oder wird es hier nochmal spannend? Der Frankfurter HC sucht nach Lücken, aber Aldekerk stand nun richtig gut. Hat fast nichts zugelassen. Es dauerte wirklich lange und war sehr viel Zwang. Wir befinden uns jetzt schon in der letzten Minute. Der TV Aldekerk mit 6 Toren in Führung. 32:27. Das war am Ende auch der Endstand. Der TV Aldekerk schlägt Frankfurt hochverdient mit 5 Toren. Und ist dementsprechend auf einem richtig guten Weg in Richtung deutsche Meisterschaft.